So ihr Vollpfosten, dann äußere ich mich nun auch nochmal abschließend öffentlich zu diesem 3-11-Bullshit, damit ihr in eurer Idiotie nicht komplett untergeht. Ja, nennt mich den heiligen Martin, der seinen Mantel mit einem Bettler geteilt hat. Ich teile mein Klopapier mit euch und jetzt wischt euch die Scheiße aus euren Gehirnen. Los geht's. Sowjet und Kochen mit Willi behaupten, am 3.11.2019 wird ein Atombombenanschlag stattfinden, der jedoch ein Fake sein wird. Denn Atombomben gibt es ja laut ihrer Aussagen nicht und deshalb wird eine Energieverbrennungswaffe wie in Kalifornien eingesetzt. Laut ihren Aussagen werden hunderte bis tausende Menschen in Seattle am 3.11.2019 verbrennen. Dies geschieht laut ihren Aussagen, weil es die Ordnung aus dem Chaos ist. Die neue Ordnung des Saturns wird damit etabliert. Sie gehen sogar so weit und wollen damit den dritten Weltkrieg voraussagen und ich höre jetzt besser auf euch zu erzählen, was sie behaupten, weil dieser Bullshit endet nie. Da landen wir dann auch gleich bei russischen Atomobooten und Jesus, der im Himmel erscheint. Ich beantworte euch jetzt kurz, was es mit dem Ganzen auf sich hat. Erstens, macht mal eure Augen auf und schaltet dabei euer Gehirn auch ein, weil sonst wird das nichts mehr mit euch. Diese 3-11-Bullshit-Agenda wird mittlerweile von weiteren Agenten gepusht. Ja, sogar in Amerika wird es mittlerweile gepusht. Hier auf diesem Kanal No More Bullshit. Ich sag dazu nur so viel. Wenn alle sich vorstellen, dass es passiert, passiert es dann? Fragezeichen. Und generell sollte man sich mal die Leute anschauen, die diesen Bullshit verbreiten. Es sind immer dieselben, die auch andere Fehlleitungen und Psyops verbreiten. Im deutschen Bereich wird dieses 3-11 ja jetzt sogar schon von Oliver Janich gepusht. Man könnte bereits hier sagen, Case closed. Damit ist alles gesagt, aber ihr seid eben zu behindert, um das zu begreifen. Ihr braucht immer tausend Worte und Erklärungen, weil sie euch komplett ins Hirn geschissen haben. Ihr seid sogar schon zu behindert, 1 und 1 zusammenzuzählen. Na gut, dann zähle ich es mal wieder für euch Vollpfosten zusammen. Sie zeigen euch das nämlich auch, dass es Bullshit ist, dass sie unter einer Decke stecken. Sie grüßen sich öffentlich und offensichtlich markiert. Hier bei Minute 101. 101 ist die Tempelordnung, ihr Behinderten. Jedenfalls bei Zeit 101 in Oliver Janichs Savia-Video. Grüßt Oliver Janich Savia mit einem markierten Gruß, den ich euch ja schon gezeigt und erklärt habe in Videos. Also alle, die in meinen Videos aufgepasst haben, wissen schon Bescheid. Hier, schaut her. Also erstmal möchte ich ein sehr großes Lob aussprechen an denjenigen, der es aufgebracht hat. Das ist einmal Savia und sein Kanal und Kochen mit Willi. Eigentlich ein Kochkanal, aber der hat sich jetzt da festgebissen an dem Thema. Na, habt ihr Behinderten es jetzt gecheckt? Wie offensichtlich muss es noch sein? Und diese Agenten pushen diese 3-11-Seattle-Agenda mittlerweile weltweit. Vielleicht damit ihr es manifestiert oder um den wirklichen Code, die wirkliche Symbolik damit in den Dreck zu ziehen. So, dann kommen wir zum zweiten Punkt, die neue Ordnung des Saturns. Wie Sowjet und Kochen mit Willi behaupten, die am 3.11. mit diesem Angriff auf Seattle kommen soll. Aber die neue Ordnung des Saturns kann dieser 3.11.2019 sowieso nicht sein. Weil wir seit etwa einem Monat bereits in die neue Ordnung des Saturns gerutscht sind. Ihr checkt wirklich gar nichts, oder? Haha, die lassen euch schön an der Oberfläche kratzen. Hier seht ihr, ich habe einen Wurm aus dem Boden gezogen, wollt ihr ihn essen? Er war gar nicht tief in der Erde, komm schon, ist ihn. Ihr seid fehlgeleitete Schwachköpfe, die es wieder mal nicht gecheckt haben, die nie was checken und auf YouTube in den Fängen dieser ganzen Fehlleiter komplett verblödet worden seid, weil ihr zu dumm seid, um nicht auf sie reinzufallen. Ihr verpasst die krassesten Dinge, weil ihr festhängt. Also dann fasse ich das kurz für euch zusammen. Ihr erinnert euch an meine Videos, wo ich euch die alte und neue Ordnung des Saturns erklärt habe, beispielsweise in diesen beiden Videos. Und da habe ich euch immer einen Zettel dazu gezeigt. Wer sich diesen Zettel angeschaut hat, also wirkliches Interesse an der Sache hatte, der wird gelesen haben, dass Saturn in der alten Ordnung die Zahl 8 ist und in der neuen Ordnung ist Saturn die Zahl 4. Nun ist es aber so, dass wir eben seit einem Monat in die neue Ordnung des Saturns gerutscht sind. Ein Switch. Und folgend hat sich auch dieser Zettel vollendet. Auf diesem Zettel steht jetzt, dass die 4 die alte Ordnung des Saturns ist und 8 die neue Ordnung ist. Ja, richtig gehört, ich sage dir hier, dass sich ein Zettel verändert hat, dass sich die sogenannte Realität verändert hat. Das Ganze ist in etwa vor einem Monat passiert, dieser Switch. Und es steht komplett außer Frage, dass Saturn vor dem Switch die 8 war, wie es auch am Zettel stand. Betonung auf Stand. Jeder, der sich für diese Dinge interessiert und sich diesen Zettel folglich angeschaut hat und das nachgeprüft hat, was ich sage, weiß, dass es so war. Mehrere Chat-Mitglieder von meinem Premium-Bereich haben diese Veränderung natürlich auch sofort bemerkt. Ist eigentlich das Krasseste, was ich jemals erlebt habe. Verändern sich schon Zetteln. Nachweislich, weil wir eben wirklich wissen, dass Saturn die 8 in der alten Ordnung war. Des Weiteren gab es nie auch nur einen Kommentar, der sich über diese Falschdarstellung von mir, die es ja dann gewesen wäre, wenn auf diesem Zettel, den ich immer eingeblendet habe, schon immer gestanden wäre, dass Saturn die 4 in der alten und die 8 in der neuen Ordnung ist. Aber es gab nicht mal auch nur einen Kommentar diesbezüglich. Und bedenkt bitte, ich entlarve sämtliche Agenten auf YouTube. Es wäre ein gefundenes Fressen gewesen, mich damit zu entlarven. Ja, war aber nicht. Weil Saturn auf diesem Zettel noch vor in etwa einem Monat als 8 alte und 4 neue Ordnung angezeigt wurde. Und jetzt halt nicht mehr. Dazu gibt es übrigens noch viel mehr zu sagen und zu erklären, was es damit wieder auf sich hat. Aber wer seid ihr schon, Gratis-Konsumenten? Und hört auf, mir PCF-Card-Codes zu schicken. Ich akzeptiere sie nicht mehr. Die sperren mittlerweile locker die Hälfte aller Codes. Also handeln wir diesen zweiten Punkt jetzt mal ab. Der 3.11.2019 kann nicht die neue Ordnung des Saturns sein, weil wir bereits vor in etwa einem Monat in die neue Ordnung des Saturns gerutscht sind. Die 4 ist jetzt die alte Ordnung und die 8 die neue Ordnung. Davor war es umgekehrt. Somit hätten wir diesen Bullshit von Sowjet und Kochen mit Willi auch wieder abgeholt.
abgehakt. Damit kommen wir zu Punkt 3, die Symbolik in sich. Das, was sie da als Anschlag am 3.11.2019 in Seattle ausgeben, ist komplett zusammengeschwurbelter Bullshit. Nichts von dieser Symbolik, die sie euch jemals gezeigt haben, weist auf einen Anschlag am 3.11.2019 in Seattle hin. Der Code, die Symbolik sagt eindeutig nicht, dass am 3.11.2019 in Seattle ein Anschlag stattfindet, und ich habe das bereits vollumfänglich im Premium-Bereich entlarvt. Ich habe da sogar Sovias letztes Video im Detail zerrissen. Es ist kompletter Bullshit, Falschinterpretation und Falschauslegung der Symbolik. Aber wie gesagt, von mir aus könnt ihr dumm grepieren. Ihr bekommt die Videos nicht gratis von mir. Die bekommen nur Leute, die dafür bezahlt haben. Also nochmal, die Symbolik. Der Code sagt nicht, dass am 3.11.2019 in Seattle ein Anschlag stattfindet. Diese Agenten nehmen Patterns, Muster aus dem wirklichen Code und verkaufen sie euch als Anschlag am 3.11.2019 in Seattle. Dabei steckt dahinter eine ganz andere Bedeutung und Begründung, warum sie euch diese Zahlen zeigen oder warum diese Zahlen erscheinen. Aber wie gesagt, ihr seid eben nur lausige Gratiskonsumenten, also am besten grepiert einfach dumm, würde ich sagen. Viel Spaß dabei. Und zum Abschluss, damit es von euch Behinderten nicht heißt, Mimimi JB hat gesagt, nein, ihr Vollpfosten, ich habe nicht gesagt, dass am 3.11.2019 kein Anschlag in Seattle oder so stattfindet, weil ich damit lügen würde. Weil ich es nicht weiß, da ich nun mal nicht in die sogenannte Zukunft schauen kann, sondern ich habe euch das gesagt, was ich weiß, und wenn ich mir diese ganze Phase mit Seattle auf YouTube so anschaue, kann ich mir durchaus vorstellen, dass der Code absichtlich falsch ausgelegt wird, damit dann danach kein Anschlag stattfindet und die Symbolik mal wieder öffentlich ganz groß lächerlich gemacht wurde. Saubere Arbeit. Oder aber sie versuchen, dass ihr es euch vorstellt, Würmer in eure Gehirne zu pflanzen, und wenn sich genug diesen Anschlag vorstellen, dann findet er vielleicht statt. Oder noch eine Möglichkeit, man versucht sich gleichzeitig auch einen Propheten-Zombie aufzubauen, der diesen Anschlag dargestellt voraussagt und ihr ihm dann folgend auch weiteres glaubt, also damit sie euch dann noch besser in die Idiotie lenken können oder euch in dieser Idiotie festhalten können, denn die verbreiten ja nicht nur diesen Seattle-Bullshit und Symbolik-Perversionen und Falschauslegungen, die verbreiten auch die flache Erde, was ebenfalls eine Lüge und Psyop ist, denn auch das weißt du nicht, so wie sie auch ihre Gott- oder Jesus-Glaubensfehlleitung verbreiten, oder wie ja nicht die QAnon-Scheiße und AfD wählen und sonstiger Dreck. Es geht darum, dass Menschen, die nicht zur Wahl gehen in dieser Situation, Blut an den Händen haben. Ich kann das nicht anders sagen. Es geht darum, dass Menschen, die nicht zur Wahl gehen in dieser Situation, Blut an den Händen haben. Ich kann das nicht anders sagen. Es geht nur darum, Menschenleben zu retten. Kinder und Frauen zu retten. Bitte retten Sie Menschenleben und machen Sie Ihr verdammtes Kreuz bei der Alternative für Deutschland. Schaltet einfach mal euer Hirn ein, vor euch stehen lauter lügende Schlangen. 1 und 1 ist wie viel, du 0. Und um euch mal zu zeigen, was hinter euren Fehlleitungsfiguren steht, habe ich Kochen mit Willi ein Wettangebot gemacht, in der Höhe von 1000 Euro. Ich wette darauf, dass das, was sie behaupten, nicht passiert, und er wettet eben auf das, was er da behauptet. Das Angebot wurde ihm schon gestern überreicht, aber bis heute kam keine Antwort von ihm. Ich habe mir übrigens Kochen mit Willi ausgesucht und nicht Xavier, weil Kochen mit Willi wenigstens die Konsequenz hatte, oder es zumindest so darstellt, dass er seine Arbeit gekündigt hat. Hingegen bei Xavier hört ihr ja selbst in seinen Videos Mimimi, ich habe keine Zeit, weil ich arbeiten muss und... Seit Tagen höre ich ein Lied auf der Arbeit, Ohren runterlaufen im Radio, echt total nervig schon. Passt ganz gut zu seiner Behauptung mit dem 3.11., wie ich finde, nicht. Jedenfalls hatte Willi wenigstens die Konsequenz, auch seine Arbeit zu kündigen wegen dem 3.11., deswegen habe ich ihm dieses Angebot gemacht, und bei Xavier eine Antwort zu erhalten, könnt ihr euch ja ausrechnen, der antwortet ja sogar seinen Sektenmitgliedern in den seltensten Fällen. Aber naja, selbst Kochen mit Willi scheint den Schwanz einzuziehen. Wo ist denn jetzt sein Mimimi, der Anschlag passiert? Na dann wette doch darauf, aber es kommt eben nichts. Da seht ihr schon, was da dahinter ist, nichts. In diesem Sinne, ihr könnt ihn, wenn ihr wollt, nochmal auf mein Wettangebot aufmerksam machen, oder Xavier oder sonst einen YouTuber, der diesen Bullshit verbreitet. Ich gehe sogar so weit und wette 1000 Euro gegen Kochen mit Willi und noch einen oder zwei andere. Wie wär's mit Oliver Janich? Der wettet doch so gerne. Oliver Janich, 1000 Euro Wette oder wie immer, auch nichts dahinter. Und wenn ihr euch fragt, warum ich diese Wette anbiete, nicht weil ich so viel Geld habe, sondern weil ich eben weiß, dass diese Bullshit-Interpretation und Bullshit-Auslegung der Symbolik eben nur Bullshit ist, und entlarvt habe ich ihn sowieso schon im Premium-Videobereich, und mir reicht das als Wahrscheinlichkeit dafür, dass nichts passieren wird, völlig aus, um diese Wette abzuschließen, wenn sie es trotzdem durchziehen, um die Fehlleitung komplett zu machen. Tja, das Risiko nehme ich in Kauf, weil ich es als deutlich geringer einschätze. Also mehr kann ich jetzt auch nicht für euch machen. War mir dieses Video schon zu viel Arbeit für euch Gratiskonsumenten, um ehrlich zu sein. Ich verliere immer mehr die Lust, für euch Gratiskonsumenten überhaupt noch irgendwas zu machen. Und nicht vergessen, ich akzeptiere keine PSEF-Card-Codes mehr als Bezahlung für den Premium-Bereich, und ich erhöhe hiermit den Preis von 10 auf 20 Euro für eine Mitgliedschaft, und meine Begründung dafür lautet wie folgt. Und falls jemand erst jetzt zu meinem Fan wird, schäm dich. Fans hat keinen Bock auf einen Schwertzünder, ehrlich. Bekäme ich für jede saudumme Frage von einem Groupie. Jedes Mal ein Puffi, schwales wäre Gödia. Deal with it. Yeah, 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 yeah. Deal with it. Yeah, 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 yeah. Deal with it. Yeah, 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 yeah. Deal with it. Deal with it. Digga, ey, deal with it. Nein, du führst nicht gleich ein Modelabel, nur weil
auf deinem Merch deine Slogan stehen. Und nur weil du bei deinen Clips jetzt eigens Regie führst, bist du noch lange nicht scheiß 7 zu 4. Mein Verständnis für Rap ist seit 5 Jahren weg. Denn jede Hit-Single, die ihr released habt, war Dreck. Schlummt ruhig Herzen von kleinen Gören. Ich fix so lang Bitches, die härteres mögen. Das ist ihr Gott, Saturn. Vashamayim Vesamperim Kevod Eleh.